Loons Cardstorm ist endlich draußen, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, wird es noch ein paar Stunden dauern, bis das Spiel rauskommt. Ich habe Early Access und wir gucken uns heute alles an. Das ist das neueste Spiel von Ninja Kiwi aus der Bloons-Reihe und es gibt richtig viele neue Sachen. Also ich kann hier erstmal auf mein Profil drücken, dann sehen wir hier overall, wie viele Wins man hat, zum Beispiel mit Quincy, Gwendolyn, Owen und Amelia. Das ist der neue Held, den es hier gibt, den man spielen kann. Wir können ja auch unser Character-Build verändern. Es gibt also verschiedene Character-Avatare, die man freischalten kann, unter anderem zum Beispiel Amelia, das nehme ich jetzt auch direkt. Und ja, dann gibt es natürlich hier den Collection-Button, da gehe ich jetzt mal drauf. Ich habe jetzt schon ein paar Karten freigespielt hier auf dem Account und ihr seht, es gibt auf jeden Fall sehr viel neue Karten. Also ich habe mir noch gar nicht alle durchlesen können, weil es wirklich einfach so viele verschiedene Karten gibt. Es gibt eine Karte für 18 Mana, der Sun Temple. Und guckt euch das einfach mal an. On play, remove all friendly monkeys. Gain 25 attack power for each removed monkey. Was bedeutet, du kannst einfach deine eigenen Türme opfern und einen richtig, richtig starken Turm machen. Komplett crazy. Der kann jede Runde dreimal attacken. Und macht dann, wenn du 5 Affen dahingesetzt hast, macht der, ja, 100 oder ich weiß nicht, ob er 125 oder 100 Damage macht, ich weiß nicht genau, ich habe ihn noch nicht gespielt, also komplett crazy. Dann gibt es natürlich Quests, es gibt Daily Quests, zum Beispiel hier jetzt Play 8 Advanced Power Cards, also da muss man halt 8 Advanced Power Cards spielen, 10 Basic Cards und gewinne 3 Spiele. Dann gibt es Weekly Quests, da gibt's, sind die Belohnungen, man sieht es, hier gibt es 20 und Random und hier gibt es halt 150 und Random, sind ein bisschen, dauern länger, aber geben halt auch mehr Monkey Money, zum Beispiel hier zieht 250 Karten oder spiel oder benutze 1000 Plutonium oder verdiene 2000 Gold, was natürlich auch schon ein bisschen dauern wird. Deswegen ist das auch eine Weekly Quest. Dann gibt es Feasts, ich weiß noch nicht genau, Feasts, Tutorial Complete. Okay, Feasts sind so Erfolge, denke ich, die man dann im Laufe des Spiels freischaltet und da Belohnung kriegt. Zum Beispiel hier bei Hero, gewinne 100 Spiele mit Quincy, kriegst du $200, gewinne 100 mit Gwendolyn und so weiter und so fort. Also es gibt ganz viele verschiedene Sachen. Dann gibt es noch einen Store, der muss natürlich auch da sein, weil ist ein Kartenspiel, da geht ja alles immer über entweder Echtgeld oder über hier die Ingame-Währung, die man sich mit den Quests und so verdienen kann. Es gibt hier einen Daily Reward, den müsste man sich immer abholen. Mache ich jetzt mal. Wir haben 100 Monkey Money bekommen. Sehr nice. Dann gibt es hier Mega-Bundles und so. Das ist bei mir auf diesem Test-Account schon drauf. Das werde ich mir aber dann wahrscheinlich auch kaufen, wenn ich den Helden cool finde. Amelia Mega-Bundle heißt das hier. Ich weiß nicht genau, wie teuer das ist. Aber man sieht es, da kriegt man dann den Held. Man kriegt hier verschiedene Karten. Man kriegt so ein Adventure freigespielt, das spielen wir übrigens jetzt gleich auch, wir kriegen extra Deckslots, ein Avatar und einen Kartenrücken, sehr, sehr geil. Dann gibt es Daily Items, das sind immer so Items, die ja im Angebot sind für Monkey Money, also zum Beispiel habe ich hier jetzt schon mal mir 600 von diesen Aufwertungsteilen geholt, ich kann mir jetzt hier zum Beispiel auch für 100 oder für 10 nochmal so 100 von den blauen Aufwertungsteilen holen. Hier diese Moab-Aufwertungssachen, dass ich meine Karten, meine Blumenkarten aufwerten kann und so weiter. Also man kann sich hier ganz viele Sachen kaufen. Zum Beispiel haben wir gerade eine Karte bekommen, Weekend Gas oder so. Also es gibt schon sehr, sehr viele Sachen, die man hier machen kann. Hier wieder eine neue Karte bekommen, sehr geil. Dann gibt es hier Helden. Owen muss man sich kaufen, der ist nicht kostenlos. Quincy und Gwendolyn sind kostenlos. Und dann gibt es halt Amelia, die spielen wir nachher auch mal. Wir können uns mal durchlesen, was die macht. Bloons Shield, also bei 4 Mana und am Ende des Zuges kriegt einer der freundlichen Bloons, also deiner Bloons, kriegt ein 30er Shield. Das ist wahrscheinlich die Passive, denke ich. Dann Act of Power, your next Power Card cost 4 less, Minimum 0. Das, oh, das ist crazy. Heißt, die nächste Power Card, die wir spielen, kostet 4 weniger und kostet halt maximal 0. Und bei 18, also sie hat wahrscheinlich 20 Mana, kann sie einen Affen wegmachen. Ich weiß nicht, ob man nur die eigenen wegmachen kann oder auch die vom Gegner. Das wäre natürlich ultra broken. Ja klar, dann gibt es hier Monkey Money zu kaufen, zwischen 2 und 100 Euro. Tokens kann man sich auch kaufen. Ich weiß gar nicht, wofür man Tokens braucht. Habe ich auf jeden Fall 30.000. Und wenn ihr irgendwas kauft hier im Spiel, könnt ihr mich kostenlos unterstützen. Hier oben rechts kann man draufdrücken, Creator Code Punji. Aber das ist jetzt alles nicht so wichtig. Wir gehen jetzt in das Abenteuer rein und gucken uns an, was die erste Quest ist, die wir da freispielen. Okay, wir gehen auf Play. Man kann ja auch private Games machen, kann ja seinen Freunden joinen, online natürlich spielen. Ich könnte mir hier jetzt online irgendein Deck spielen, aber wir wollen Emilias Adventure spielen. Wir spielen mal den Prolog
Und das sind 3 Missionen. Okay, dann machen wir das mal. Wir spielen mal den Prolog, 3 Missionen. Battle Quincy the Archer. Okay, machen wir mal. Hi there, remember me? We met in the tutorial. Ja, das ist Quincy. Das sieht echt cool aus, ne? Sieht richtig nice aus. I just beat Gwen. She had a wizard out early, which made it tricky. But all the balloons she sent out couldn't get past my storm of arrows. Wanna play a game? Ja, und wir spielen Gwendolyn Starter gegen Quincy. Ich werde das jetzt mit dem Gwendolyn Starter Deck machen, dass ihr das auch nachspielen könnt. So, wir spielen auf der Karte Workshop. Die Karten sehen jetzt auch anders aus, finde ich sehr, sehr geil. Alle Spieler starten mit einer extra Karte in der Hand. Okay. Okay, also The Rainbow Bloon will ich auf jeden Fall nicht am Anfang in der Hand haben. Das kann weg. Card Draw brauche ich eigentlich am Anfang auch nicht. Kann auch weg. Okay, wir haben eine ganz solide Starterhand. Wir können hier direkt erstmal einen Dart Monkey platzieren. Und erstmal rote Bloons losschicken. So, was macht Quincy? Quincy spielt auch ein Dart Monkey, okay. Oh, was ist das hier? Hier ist die History. Okay, was ist das? Opponent starts with 3 gold. Oh, Quincy startet mit extra Geld, okay. Okay. Okay, und er hat ungefähr das gleiche gespielt wie ich, nur ein Pink Bloon direkt. Okay, wir haben jetzt 3 Gold. Wir könnten das Enemy Board clearen, aber wir taken den Damage, würde ich sagen. Wir taken den Damage. Ich platziere hier noch einen Monkey. Und wir werfen einmal mit dem Affen, machen hier Schaden, wir kriegen nur 5 Damage, Runde beenden. Ist sehr gut. Ich finde es auch cool, man sieht hier die Passiven, wurden auch nochmal sehr deutlich überarbeitet. Also hier die Fähigkeiten und so, sieht sehr, sehr nice aus, muss ich sagen. Haben sich aber auch nicht verändert, also sind gleich geblieben. Also wir wollen auf 10 Mana kommen, dass wir die Passive haben, dass alle unsere Türme 5 extra Schaden machen. Heißt, wir müssen irgendwie 10 Mana loswerden, sag ich mal. Aber ganz im Ernst, ich spiele diese Runde gar nichts. Wir saven Money für nächste Runde, weil dann kann ich die Golden Bloons kombinieren mit den Yellow Bloons. Er schickt mir wieder rote. Trigger when card is played. Reduce cost of discount Bloons in hand by 1. Okay, das ist eine neue Karte hier. Discount Bloon. I mean, ich könnte jetzt schon Triple Shot spielen. Und einfach hier mit clearen. Ja, ich glaube, das ist das Schlauste. So. So. Und wir spielen mal Doppel Golden Bloon. Weil Quincy hat jetzt ihre Passive. Das heißt, wir kriegen schon mal extra Gold. Seine Passive. Weil Quincys Passiv ist, dass jedes Mal, wenn er über 6 Mana hat, oder ich sage einfach mal Mana dazu, dann kriegt jeder Bloon, der da ist, kriegt Schaden. Und er attackt halt wirklich jeden von unseren Bloons. Wir haben so viel Geld jetzt. Das ist so gut. Wir haben 10 Mana jetzt. Okay, lass mich überlegen. Wir schicken Yellow Bloons in Kombination mit roten Bloons. Dass wir hier die Passive procken. Sehr gut. Und lebenstechnisch sind wir eigentlich gut dabei. Deswegen würde ich hier jetzt einfach nur angreifen. Angreifen. Und nochmal angreifen. Dann würde ich wahrscheinlich einfach Quick Break usen, dass wir wieder auf fast 500 Leben sind. Einfach, dass wir auf der sicheren Seite sind, falls der nächste Runde irgendwie was spielt. Weiß nicht, irgendwie so ein Pink Blue nochmal oder so, dass wir nicht zu viel Leben verlieren. Ja, ich save nochmal eine Runde Money. Vielleicht kriege ich nächste Runde noch was Gutes. So. 25 machen wir den kaputt. Okay. Passt. Wir machen 400. Na, nicht ganz. Wir machen ein bisschen Damage. Also er ist jetzt auf 60 Leben. Okay, wir haben den ersten Modus gleich durchgespielt. Es sind da 3 Stück. Das ist das Tutorial. Und danach kommt noch was Härteres. Das zeige ich euch dann aber erst morgen, wenn das Spiel wirklich für alle draußen ist. Dass ihr das alle nachspielen könnt. Okay, er hat schon einen ziemlich starken Attack. Ich glaube, es ist an der Zeit. Wir usen einmal den Firestorm. Dass wir hier alles relativ low machen. Dann haben wir hier 25 Damage, hier 30. Ich greife mal so an. Dass wir den kaputt machen. Die will ich kaputt machen. Den machen wir noch kaputt. Und jetzt hat er halt kein Damage mehr auf dem Board. Er hat hier ganz, ganz wenig Damage. Wir spielen nochmal hier Golden Bloons. Auch wenn ich eigentlich kein Geld brauche. Und wir spielen auch direkt den Sniper. Aber ich weiß nicht, ob ich den Sniper usen will. Wie lange hat der... Ich weiß nicht, wie lange der Reload hat. Kann ich das irgendwie nachgucken hier in der History? Nee, kann ich nicht.
Okay, nee, ich greife mit dem Sniper auf jeden Fall nicht an. Das bisschen Damage kann ich taken. Ich habe 400 Leben. Ah, doch, der hat zwei Runden jetzt kann, sehe ich. Er hat zwei Runden Nachladezeit. Gut, dass ich nicht angegriffen habe. Oh, Super Monkey Storm. Oh, sieht auch sehr nice aus. Fliegen hier so super Affen drüber und machen relativ viel Schaden. Jetzt brauchen wir langsam Card Draw. Also, jetzt brauchen wir wirklich langsam Card Draw. So, mit dem gehe ich da drauf. Mit ihm clear ich hier alle, hätte ich gesagt. Aber ich kann es auch schlau machen. So. So. Und so. Okay, jetzt hat er nicht mehr so viel Damage auf dem Board. Außerdem mache ich noch Feuer drauf. Das macht ihm dann nochmal pro Runde, ich glaube, 30 Schaden waren das ungefähr. Ja, 30 Damage per Turn. Heißt, der kriegt jetzt noch zweimal Schaden. Also hat er eigentlich nur noch 50 Leben. Okay, da haben wir doch was Gutes. Wir haben Rainbow Bloons. Die spiele ich jetzt auch direkt. Wir brauchen echt, also in den Starterdecks ist viel zu wenig Card Draw. Muss man ehrlich mal so sagen. Die Starterdecks könnten echt alle ein bisschen mehr Card Draw haben. So, wir clearen den Bloon jetzt, passt perfekt. Und beenden unseren Zug. Und ich sehe nicht, wie er es hinkriegen sollte, jetzt in zwei Runden 800 Damage zu machen, weil er hat ja auch nur noch 60 Leben. Ja, das bringt ihm auch nichts, der Morb kommt nicht durch. Oh, was war das? Exotic, Pick 3. Oh, das war eine neue Karte, er konnte sich jetzt aus drei Karten eine auswählen. Das ist geil, das ist geil. So ein Deck will ich mir auch machen, so ein Exotic-Deck, wo ich dann immer Karten auswähle. Ja, ich gehe mit allem rein, ne? Ich hole noch einen Sniper. Und mit allem drauf. Und dann kann ich meinen Zug auch beenden, weil ich glaube nicht, dass er das irgendwie defft. Okay, er kommt mit einem Pink Bloon, ist aber okay. Wir haben 400 Leben, also haben wir danach noch 300. Das macht uns auch nichts. Okay, er hat Storm of Arrows, aber ja, das Ding ist durch. Er macht jetzt nochmal 70 Schaden. Ja, aber das ist durch. Ich kann einfach beenden. Oh, warte. Ich kann einfach beenden. Ja, ich finish. Ich dachte gerade, ich sterbe, weil er 345 Schaden hat, aber... Nee, ich greife ja erst an. Und wir sind direkt Level abbekommen. Mit dem Level Up kriegt man anscheinend auch. Mit dem Player Level Up kriegt man auf jeden Fall auch Punkte. Das ist schon mal sehr, sehr, sehr entspannt. So, okay. Dann haben wir hier als nächstes Gwen the Pyromanic. Okay, dann spielen wir das auch mal. Nice one. That was a fun game to watch. Have you considered adding some fire to your deck? Ich habe doch Feuer benutzt. Wir besiegen Gwen. Als Gwendoline, würde ich sagen. Wir spielen einfach nochmal Gwen gegen Gwen. Wir spielen auf Badlands. Jeden Zug kriegen alle Spieler 10 Schaden. Okay. Auch eine coole Map, so eine Wüstenmap. Eigentlich will ich die behalten hier, weil ich da, wenn die kaputt gemacht werden, ziehe ich eine Karte, was natürlich sehr geil ist. Ich bin eigentlich zufrieden mit meiner Starterhand. Eigentlich, hier kommen die roten Bloons, die braucht kein Mensch. Nee, Supply Drop will ich auch nicht. Das auch nicht. Okay, wir haben eine echt schlechte Starterhand. Wir haben eine echt schlechte Starterhand. Wir können nichts von Anfang an spielen. Und er hat direkt einen Mörser. Mit wie viel Geld fängt er extra an? Mit Full Plutonium fängt er an. Was? Das ist ja komplett crazy. Da bringen mir auch diese Bloons hier nichts. Okay, ja, ich denke mal, ich spiele erstmal nichts, weil ich einfach mal Mana spare. Solange wie er nicht angreift, alles gut. Oh, was war das? Das ist ein neuer Bloon. Toxic Bloon. On Pop, Remove Attacking Monkey. Oha, was eine starke Karte. Die kann einfach... Die ist ja crazy stark. Damit kannst du einfach einen anderen Turm wegmachen. Okay, aber dann... Ich kann ihm ja... Bisschen Schaden machen. Aber nicht kaputt machen. Das ist ja in Ordnung. Ich glaube, ich spiele einen Black Bloon. Und beende meinen Zug. Ich muss erstmal Gwendolines Passive freischalten. Und wir müssen unbedingt hier diesen Bloon wegkriegen. Okay, er hat einen Magier gespielt. Er macht eine Firebomb drauf. Das ist sehr gut. Der Mörser greift jetzt auch nochmal an. Er müsste den kaputt kriegen. Dadurch ziehe ich dann eine neue Karte. Aber wir müssen auch jetzt erstmal irgendwie ein bisschen Defense kriegen. Und ich ziehe echt nicht so gut einen Defense. Ja, ich spiele meine beiden Monkeys, hätte ich gesagt. Das ist der safere Play. Dann greifen wir den hier an. Okay. Ah, ich hätte mit meinem Boomerang den gelben angreifen müssen. Das war ein Fehler. Da habe ich jetzt 25 extra Schaden, kriege ich. Das ist nicht gut. Immer mit dem Boomerang den ersten angreifen, wenn nur zwei da sind, weil der Boomerang ja noch auf den zweiten springt. Okay, wir haben noch einen Boomerang-Affen und noch einen Triple Shot. Die werde ich auch beide raushauen. Einfach, dass wir eine ganz solide Defense haben.
Wir greifen mit denen zuerst an. Zack. 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 Sieht schon mal gut aus. Jetzt müssen wir nächste Runde, glaube ich, ein Rainbow Bloon spielen. Oder wir spielen nochmal ein Schwarz. Nee, ich würde erst ein Rainbow spielen. Wir brauchen ein Rainbow, dass wir genug Mana haben, dass wir über 10 sind. Wir könnten natürlich auch Curve spielen und könnten erst den BFB spielen. Einfach, dass wir... Warte mal, wenn ich jetzt den BFB spiele, dann habe ich noch ein Mana, habe ich danach die Runde 9. Und mit 9 Mana... Okay, ich spiele einen Moab. Dadurch werden alle hier auf jeden Fall kriegen die Passive. Und dann kriege ich nächste Runde nochmal 2 Mana. Das heißt, ich kann auf jeden Fall den Black Bloon spielen. Und kann dann noch hier mit Firestorm arbeiten. Ich glaube, das ist ganz gut. Und kaputt. Okay, das ist gut gewesen. Oh, Banana Plantation. Support Banana Farm. Can't attack. When an opponent draws a card, gain 1 gold. Oh, das ist auch geil. Das ist auch eine ganz gute Karte. Jedes Mal, wenn ich eine Karte ziehe, kriegt er Gold. Das ist natürlich... Zack, jetzt hat er Gold bekommen. Wir haben 10 Mana. Ich will eigentlich die BFBs hintereinander wegspielen, bin ich ganz ehrlich. Wir spielen die BFBs einfach hintereinander weg. Warum ist einer meiner Affen weg? Wieso ist einer meiner Affen weg? Was hat er gespielt? Ich weiß nicht, wie er einen meiner Affen weggemacht hat. Habe ich jetzt nicht gesehen. Oh, das ist gefährlich. Double Rainbow für 10 Mana. Double Attack. Das heißt, wenn er angreift, macht er 700 Damage. Okay, den muss ich... Ich muss den fokussen. Aber wir haben echt nicht viel Damage. Okay, warte. Die Fähigkeit kostet 5 Mana. Wenn ich die zweimal use, habe ich noch 8. Und ich habe 12... Kriege ich das irgendwie hin? Ja, kriege ich. Okay. Passt auf. 1. 2. Wir gehen hier drauf. Hier drauf. Hier drauf. Hier drauf. Dann spiele ich 1. Und jetzt brauche ich noch 10 Mana. 2. Double Rainbow. Feuer, Flame Strike. Alle sind kaputt. Der geht kaputt durchs Feuer. Und wir spielen noch einfach 2 rote, damit unser Feld voll ist. Ja, das war ein sehr guter Zug. Okay, jetzt haben wir richtig gutes Tempo auf ihm. Ich weiß nicht, ob man im Hintergrund meinen Hund hört. Der hat einen anderen Hund gerade gesehen. Durchs Fenster. Loki, entspann dich mal. Okay, er hat mir ein bisschen das Tempo rausgenommen, aber... Wir kommen auf jeden Fall wieder auf 10 Mana, wenn ich es richtig mache. Wir könnten noch ein BFB spielen und 2 Green Bloons hinterher. Weil er hat echt nicht mehr so viel zum Angreifen. Dadurch haben wir die Passive geprockt, machen damit wieder mehr Damage. Heißt, wir können hier wieder ein bisschen reinballern. Und dann kann ich den sogar zum Brennen bringen. Und sie hat halt keine 20 Mana. Was bedeutet, sie kann nicht ihren Flamestrike machen. Was bedeutet, sie kann nicht hier die Bloons one-shotten, was sehr, sehr gut ist. Sie hat zwar gerade ihre Passive bekommen, weil sie ein Zebra-Bloom gespielt hat, aber das ist in Ordnung. Aber sie hat ein 20er Shield, ein 40er Shield. Heißt, sie hat eigentlich 395 Leben. Okay, wir könnten uns heilen, aber ich mag das gerade ein bisschen aggressiv reinzupushen. Deswegen. Ja, wir können uns trotzdem heilen. Ich kann das hier spielen und kann Heilung spielen. Dann haben wir wieder 355 Leben. Wir können die hier beide damagen. So, zack, zack, zack. Können den hier sogar finishen mit einem 80er Schuss. Und haben jetzt noch entspannte 2 Runden, um den Moab kaputt zu machen. Und er kriegt jetzt 530 Schaden. Ich glaube nicht, dass er das überlebt. Ich sehe nicht wie. Nee, kann er nicht. Kann er nicht. Ist Game Over, oder? Müsste eigentlich Game Over sein. Bedtime, er kann jetzt einen Monkey removen. Ah, so hat er wahrscheinlich eben meinen Monkey auch removed. Aber, ja, das Game, 470 Damage. Wir machen hier nochmal auf entspannt. 2-mal Flamestrike, zack. Zack. Den setzen wir noch ans Brennen.
Oh, ich hätte vorher attacken sollen, ist aber auch egal, denn Endturn und wir haben die zweite Mission auch geschafft. Okay, bei der dritten, jetzt kommt Amelia. Amelia the Wizard, Fragezeichen. Your monkeys take an extra turn to reload. Oha, das ist natürlich ultra hart. Alle unsere Affen brauchen eine Runde länger, um nachzuladen. Und die fängt mit einem 50er Schild an. Und auf Monkey Meadows, wo nichts Neues. Welcome one and all, I'm Amelia, Amelia the Amazing. Sure you have heard mentioned of other powerful wizards, but let me reveal to you why I am one of the greatest monkey wizards of all time. Come and see the show. Okay, also sie ist so eine Art Show-Zauberer oder so. Ich bin gespannt, was sie so für Karten spielt. Starting Hand. Blue Bloon. Naja, ist geil fürs Early Game, aber nee, ich hätte lieber Defense. Nee, Moab auch nicht. Das auch nicht. Okay, ein Dart Monkey. Bin ich komplett zufrieden mit. Einfach ein normaler Dart Monkey zum Anfang. Wir beenden unseren Zug. Nächste Runde können wir den Sniper Monkey raushauen und haben hier auf jeden Fall schon mal eine gute Defense. So, okay, wir brauchen den Sniper Monkey noch gar nicht. Wir können Geld sparen, haben Double Dart Monkey. Sehr, sehr gutes Early Game. Okay, sie startet mit einem Yellow Bloon, heißt wir countern mit dem Sniper Bloon, gehen rein, attacken mit allen dreien. 25 Damage können wir easy taken, macht uns gar nichts. Hier sind ihre Fähigkeiten. Ach, ihre erste ist die passive und die anderen zwei sind so aktivierbare und sie hat 18 Mana. Okay, ich hab's gecheckt, ich hab's gecheckt. So, dann platzieren wir hier noch einen Wurffallaffen. Und wir beenden den Zug wieder, hätte ich gesagt, oder? Ja, wir beenden den Zug wieder. Okay, sie greift uns mit Doppel-Yellow-Bloon an und einer der Yellow-Bloons hat einen 30er Shield. Ich greife jetzt auch mal an und zwar mit vielen Bloons, dass hoffentlich die hier auch Schaden kriegen von irgendeinem AOE oder so. Wir fokussen einfach mal den ersten, hätte ich gesagt. So, der trifft eh beide. Zack, okay. Endturn. Ich frage mich, ob ihre Passive stackt, also kriegt ein 30er Shield, kriegt man. Kriegt dieser hier dann jetzt ein 40er Shield, weil der schon ein 30er Shield hat? Mal sehen. Oder bleibt das bei einem 10er Shield? Boah, das ist ultra stark. Was? Das ist OP. Die ist komplett OP, die alte. Okay, wir müssen kein Geld ausgeben. Wir sind eigentlich fein, deswegen. Ich mach mal gar nichts. Wir sparen mal das Mana. Wer weiß, vielleicht kriegen wir irgendeine sehr teure Karte, mit der wir arbeiten können. Oh, was ist das? Ein neuer Bloon. Stun Gas Bloon. On Damage, Stun Attacking Monkey for one turn. Oha, wenn man ihn einmal Schaden macht, werden die Affen gestunt für einen Zug und er hat zwei davon. Bruh. Ist ja komplett hart. Okay, lass mich mal überlegen. Auf jeden Fall Quick Break, dass wir mehr Leben haben. Dann hätte ich gesagt, auf jeden Fall die blauen Bloons einfach, dass wir ein bisschen Pressure haben. Wir müssen eigentlich Firestorm usen. Sage ich euch so, wie es ist. Firestorm muss geused werden. Dann machen wir Feuer auf einen von beiden. Den anderen mache ich kaputt mit dem Sniper. Die anderen sind da nicht gestunt. Der ist jetzt, der muss jetzt drei Runden nachladen. Und ja, wir saven uns den Boomerang Monkey. Storm increases, okay. Ich würde sagen, wir nehmen. Ja, nehmen wir Triple Shot. Boah, ist das crazy, was die da auf dem Feld hat. Ja, Triple Shot ist schon stärker, ne? Weil wir auch drei Bloons haben. Aber ich kann auch. Wir machen das so: Boomerang. Boomerang zerstört den hier. Ich tausche den Boomerang aus gegen ihn. Und jetzt mit ihnen muss ich die ja alle wegfokussen. Boah, die ist schwer. Und das ist noch die leichte Mission, Leute. Also, puh. Wie soll man das schaffen? Also mit den Standard-Decks ist das richtig hart. Und sie sieht sehr cool aus. Sie hat so sehr lange weiße Haare. Oh, da kommt wieder ein neuer Bloon. Oh, sie hat wieder einen von den Stun-Bloons wiedergerufen. Ey, die macht mir 435 Damage. Was soll ich dagegen machen? Ich kann gar nicht angreifen. Ich bin tot. Ist Game Over. Hä? Nee, oder? 395. Ja,
ist Game Over. Ich habe verloren. Ich habe bei dem Easy Tutorial verloren. Das ist ja ultra hart mit den Standardkarten. Ich werde es nochmal probieren. Aber das ist ja insane. Das ist ja richtig hart. Boah, guckt euch das mal an, was die da alles stehen hat. Ach, du grüne Neune, die hat uns komplett auseinandergenommen. Okay, ich habe jetzt in 10 Minuten mir mal ganz schnell hier ein Deck gemacht für Amelia. Ich probiere das einfach jetzt mal mit diesem Deck. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber ja, wir werden es einfach mal probieren. Und Emilia gegen Emilia oder Amelia. Let's go. Okay, Sun Temple am Anfang ist natürlich super schlecht. Das wollte ich am Anfang haben. Der hier kann erstmal weg. Return to Sender kann auch erstmal weg. Okay, wir haben ein sehr gutes Early Game. Wir können hier direkt Runde 3 Banana Plantation spielen. Sehr, sehr gut. Das war nämlich mein Plan. So, zack. Wir haben die jetzt platziert. Das heißt, wir kriegen jede Runde zwei Gold. Wir kriegen ein Gold, wenn wir dran sind. Und, wir kriegen jedes Mal ein Gold, wenn der Gegner eine Karte zieht. So funktioniert das ja genau. Dann habe ich hier noch eine neue Karte und zwar Whoops. Target Monkey loses all ammo. Ich glaube, das ist ganz gut, weil die kostet nur ein Mana. Damit können wir die Angriffe stoppen, beziehungsweise die Verteidigung. Und dann habe ich hier noch den hier. Draining Balloon on play drains all Plutonium. Gains 30 Shield per Plutonium drained. Das heißt, wenn wir 100 Plutonium haben und wir machen das, kriegen wir ein 300er Shield. Und das klingt wirklich komplett overpowered. Deswegen werde ich den hier auf jeden Fall jetzt erstmal aufbewahren. Der ist nämlich fürs Late Game. Den kann man auch nur einmal spielen. Der hat keine mehrfachen Aufladungen. Und ich merke gerade, es ist mein Zug gewesen. Und Amelia hat gar nichts gespielt. Oh, ein Damaged Moab. Okay, wir brauchen definitiv jetzt Schaden. Der hat 350 Leben. Okay, wir können natürlich auch noch eine Farm spielen und drauf gamblen, dass wir dann genug Damage haben. Ich probiere es einfach. Wir gehen noch für eine Farm. Wir müssen das super greedy spielen. Anders funktioniert es nicht. Okay, Stunt Loon ist mir jetzt egal. Wir müssen auf jeden Fall den Moab kaputt machen. Okay, wir spielen Supply Drop. Wir ziehen zwei Karten. Sun Temple ist nicht so geil. Aber wir haben Double Cash Drop. Okay, Cash Drop gibt uns nur noch ein Geld, haben sie genervt. Wir müssen definitiv hier jetzt einen Tech Shooter spielen. Und wir müssen hier auch rein damagen. Ja, ich hoffe, wir ziehen noch gute Karten. Also ich hatte extra drei Tech-Shooter reingetan in das Deck. Ich hoffe, ich ziehe die jetzt auch noch, sonst wird das hier jetzt gleich Game Over. Okay, wir haben Tech-Sprayer, ist auch ganz gut. Den holen wir uns auch. Und der hat vier Attacks. Ich darf eigentlich mit dem jetzt nicht attacken, weil wir haben damit extra Damage. Ja, ich kann nichts anderes mehr diesen Zug machen. Ja, wir haben, ich glaube, wir hätten eine Farm weniger ziehen müssen und dafür einen Tower zum Verteidigen mehr. Hätten wir jetzt einen Turm zum Verteidigen mehr, wäre das definitiv besser. Oh mein Gott, der wird ja gestunt, wenn er den einen Damage, der ist jetzt einfach eine Runde gestunt. Wir kriegen 450 Damage. Ja, ist Game Over, oder? Ist Game Over. Ich kann ihn noch spielen. Der hielt uns, aber das war's. Draining Balloon kann ich auch noch spielen, aber wir haben kein Plutonium. Das bringt uns jetzt nichts. Ist Game Over. Okay, das sieht doch schon mal nach einem soliden Start aus. Wir haben jetzt hier zwei Tag-Shooter, mit denen können wir direkt arbeiten. Und wir sind jetzt in Runde 4. Ich habe hier jetzt zweimal eine Plutonium-Karte gezogen. Heißt, wir haben jetzt hier auch schon 10 Plutonium oder Mana. Und, oh, wir haben jetzt hier natürlich ihn gezogen. On play deal 100 damage to all enemy balloons. Klingt sehr, sehr stark. Warte mal, wenn die 35... Ja, das ist doof. Nee, das passt. Okay. Perfekt, ich lasse das erstmal so. Ich will ihn hier nämlich eigentlich erst spielen als Clean-Up. Heißt, wir warten erstmal und lassen dem hier jetzt erstmal Damage machen. Okay, sie spielt direkt noch einen Moab. Das ist natürlich sehr aggressiv, wie sie hier wieder rangeht. Wir haben aber dieses hier. Wenn ich das aktiviere, Act of Power, dann kosten unsere Powerkarten 4 weniger. Heißt, wir können dann theoretisch für 0 eine Powerkarte spielen. Ich könnte jetzt hier ein ZOMG spielen. Ich glaube, das mache ich auch. Ich habe eine Idee. Okay, die laden nach. Aber die will ich... Your next power card costs 4 less. Okay, ich mache das jetzt mal. Und ich will testen, das funktioniert auch nach dem Zug.
Ja, es sieht so aus, als würde es nach dem Zug auch funktionieren. Die Karten bleiben auf 0. Das ist sehr, sehr gut. Heißt, ich kann jetzt zwei Power Cards für 0 spielen. Ich kann einen Attack komplett wegblocken. Auch Return to Sender. Das ist so gut. Das ist so gut. Ja, wir müssen gar nicht angreifen. Wir können jetzt einfach Money saven und haben nächste Runde 20 Money und sind nicht Game Over. Das ist so gut, was ich gerade auf der Hand habe. Okay, sie greift halt richtig hart jetzt an, aber wir haben den Druiden. Wenn ich den Druiden noch ein zweites Mal ziehe, haben wir fast ein Board Clear. Das wäre insane. Das wäre absolut insane. Oh, ist das mies. Alle Blumen 25 mehr Leben. Bruder, wie crazy. Okay. Also, mein Play ist wie folgt. Hero Protection. So, wir kriegen jetzt keinen Damage vom nächsten Bloon. Dann spiele ich erstmal hier den Cash Drop, weil der kostet ja sowieso nichts. Warum kann ich den nicht spielen? Ach, weil wir 20 Mana haben. Okay. Dann Return to Sender. Return to Sender. Den hier schicke ich wieder zurück. Du kommst wieder auf die Hand. Dann spiele ich jetzt noch den. Spiele ich den noch? Ich weiß es nicht. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich macht das keinen Sinn. Ja, ich warte. Ah, wobei, ich kann den Druiden. Ich muss mit den Türmen wen anders angreifen. Ich muss die hier schon mal angreifen. Damit die nicht aus Versehen gleich in den Moab schießen, weil der Moab wird mir eh null Damage machen. So, okay, ich beende meinen Zug. Ich weiß, ich hätte noch mehr Mana ausgeben können, aber ich will das behalten. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir es jetzt nächste Runde nochmal brauchen. Ja, guck mal, wie viele Blooms der wieder spielt. Also, es war schon gut, das noch zu behalten. Oh, die Karte habe ich auch drin. Ich will unbedingt die Karte ziehen, dass ich zwei Sachen ziehen kann. Wir müssen noch eineinhalb Runden überleben. Dann haben wir hier, dann ist ja ZOMG da. Okay, also wir spielen das hier. Der macht allen 100 Damage. Okay, das ist schon mal sehr, sehr gut. Dann können wir theoretisch ihn hier spielen. Und können uns ein fettes, fettes Schild holen. Das mache ich jetzt auch. Draining Bloon. Wir drainen das Plutonium. Er hat jetzt ein 3. Ach, auf ihm ist das Schild. Ah, auf ihm ist das Schild. Jetzt verstehe ich's. Okay, ich dachte, das ist auf dem. Okay, das ist natürlich ärgerlich. Ich dachte, das ist auf dem Helden. Okay, das wäre wahrscheinlich auch zu overpowered gewesen. Okay, dann ist der Draining Bloon doch nicht so geil, wie ich dachte. Boah, die schickt so viele Ceramic Bloons. Sie hat so ein Tempo. Ich muss Card Draw ziehen. 600 Damage. Ich bin tot, wenn ich jetzt nicht ziehe. Das war's. Wir kriegen sie wieder nicht kaputt. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Wir sind wieder tot. Kein Counterplay. Zu stark, dieser Held. Das ist so eine schwere Mission. Leute. Ladet euch Bloons Cardstorm runter. Ich werde auf jeden Fall viele Livestreams machen in den nächsten Wochen, wo ich nur Bloons Cardstorm spiele. Wahrscheinlich auch mal ein bisschen Bloons CD6, aber hauptsächlich Bloons Cardstorm, weil das jetzt das aktuelle Game ist. Ihr seht's, es ist super, super hart. Ich werde mich hier jetzt noch ein paar Stunden dran die Zähne ausbeißen und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Passt auf euch auf, macht's gut und ciao.